Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte gerne meinen Carrera Hybrid Racer mit einem PlayStation 4 Controller spielen. Also, was müssen wir jetzt als erstes tun? Zunächst einmal müssen wir den Controller in den Pairing-Modus versetzen. Das heißt, wir müssen die PlayStation-Taste und die Share-Taste gleichzeitig drücken. Jetzt klingt er so wild. Jetzt geht ihr auf euer Handy. Im Handy in die Bluetooth-Settings und dort taucht auch schon der DualShock 4 Wireless Controller auf. Einmal draufdrücken und er ist verbunden. Das ist jetzt hier, er leuchtet dauerhaft. Er zeigt das auch in meinem Handy an, dass er jetzt verbunden ist. Als nächsten Schritt gehen wir in die Carrera Hybrid App. Ich sage hier in der App in den Einstellungen, dass ich gerne mit Controller spielen möchte. Also der Steuerungsmodus ist nicht mehr Tilt und Touch, sondern externes Gamepad. Jetzt mache ich mal ein freies Fahren und das Ganze zunächst auf der Bahn. Racer anschalten, einmal kurz nach hinten. Zack. Und jetzt, es ist zwar etwas unscharf, aber ich kriege halt nicht beides fokussiert. Ich kann auch, oh, das ist ja geil. Ich kann auch nur so leicht Gas geben. Also ich kann hier hinten wirklich mit dem analogen Stick bremsen. Gas geben. Okay, das ist schon echt ziemlich cool. Ach du Scheiße, das geht ja mal richtig geil. Okay. Ich bin gerade ganz schön geflasht, weil das besser geht, als ich dachte. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht irgendwie Latenzen gibt zwischen den Geräten. Aber das ist wirklich mega cool. Man sieht es ja auch hier, der reagiert viel, viel besser als mit dem Handy. Es sieht zwar ein bisschen ruckelig aus, aber ich finde, das ist nicht schlimm. Weil ich finde dafür, dass jetzt quasi mit KI-Support hier ist, ja, also die KI ist ja jetzt mit dabei, fühle ich richtig das Auto. Ich merke, ich kann echt gut damit fahren. Okay, ich muss nur gerade noch die Steuerung rausfinden. Der Boost ist... Okay, Boost ist auf Viereck. Ah, ich kann auch auf X Gas geben. Aber mir persönlich gefällt das auf den Schultertasten besser. Was habe ich hier noch? Für alle, die es übrigens nicht wussten, man kann, wenn man Boost drückt und Gas gleichzeitig, hat man die Launch Control. Dann lässt man Boost los und er gibt Gas. So kann man einen perfekten Start machen. Also falls ihr es noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Licht kann ich nicht an, das muss ich dann über die App machen. Aber, Alter, das ist geil. Vor allem, es macht mega Spaß damit, ja, mit dem Gamepad dann hier rumzufahren. Das ist wirklich Computerspielen, aber im echten Leben. Ich find's geil. Okay. Ein bisschen übertrieben, benutze schnell, aber fett. Fett. Okay. Jetzt noch ein Test. Jetzt fahre ich. Ich mache jetzt Fahren ohne Bahn. Jetzt ist die KI aus. Jetzt habe wirklich nur ich die Kontrolle, wie man unschwer erkennen kann.
muss man ein bisschen üben, aber ich finde, man sieht es halt schon, wie viel besser ich direkt werde. Also, boah. Ach du Scheiße, geht das gut. Das ist cool, gefällt mir. Also für jeden, der unzufrieden mit der Handysteuerung ist, der sagt, oh, das nervt mit dem Handykippen, die Autos fahren sich seltsam, ich habe kein Gefühl da drin. Nehmt irgendeinen Controller, sucht euch irgendein Bluetooth-Gamepad. Das ist direkt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hammer. Mir gefällt's. Ich werde mich auf jeden Fall gleich weiter in die Karriere stürzen und fleißig weiter üben. Weil nach meinem Unboxing-Video, was ja etwas negativ behaftet war zum Beginn, hatte sich ja meine Meinung geändert und mittlerweile muss ich sagen, jetzt nach mehreren Stunden, in denen ich jetzt hier schon fahre, ich bin schon ein richtiger Fan von dieser Bahn geworden. Ja, also das ist wirklich ein cooles System. Ich sehe so viel Potenzial hier drin, was hoffentlich in Zukunft noch gemacht wird, verbessert wird. Ich freue mich auf viele, viele Stunden Spielspaß. Also dann, Leute, ich wünsche euch was und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis bald. Ciao.